Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch aus Spanien. Ich bin nämlich mittlerweile in Bilbao. Ich bin gestern Nacht um 23 Uhr gelandet und war dann um 11:30 Uhr circa am Hotel. Ja, und für mich beginnt jetzt hier meine Reise, mehr oder weniger. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann begleitet mich. So, das hier ist mein Hotelzimmer gewesen für diese eine Nacht. Ganz nett gemacht, sauber und ordentlich. Kleines Bad hier angrenzend. Ja, das hier ist mein Blick aus dem Fenster. Der ist so spektakulär. Es ist auch heute ein bisschen etwas bewölkt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin eigentlich schon fix und fertig. Ich habe jetzt hier gepackt und jetzt geht es für mich zum Airport und von dort aus mit einem Alsa-Bus nach Irun. Und von dort aus starte ich. Ich bin jetzt finally in Irun angekommen. Wie ich jetzt hierher gefunden habe, das erzähle ich euch dann später mal in einer ruhigen Sekunde. Denn jetzt muss ich mich hier erstmal orientieren und vor allen Dingen den Weg finden, wo der Einstieg zum Del Norte ist. Und da ich keine Ahnung habe, werde ich jetzt erstmal auf die Suche gehen. Alles klar. Nachdem ich jetzt hier die kleine Brücke hier überquert habe, sehe ich hier Folgendes, und zwar das allererste Camino-Zeichen. Yay! Da ist es. Jetzt geht's für mich einmal hier rüber. Hier gibt es jetzt überall so kleine gelbe Pfeile. Also, hier führt mich jetzt mein Weg lang. Da ist noch ein Pfeil. Und ich vermute mal, dass ich dann irgendwann da oben drüber muss. Ich alter Flachland-Indianer. Ach, da oben ist diese Kirche. Oh Gott. Da bin ich in Spanien unterwegs. Und was ist das Zweite, was ich hier erblicke? Na, was denkt ihr? Ein Lost Place. Interessant. Wir haben jetzt hier Ziegen drauf. Auf dem Grundstück. Und da ist ein Lost Place. Allerdings werde ich das nicht inspizieren. Ich bin nämlich auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit und hoffe, dass ich hier fündig werde. Ja, jetzt bin ich hier oben an der Kirche. Und an dieser Kirche in der Nähe soll es eine Alberge geben. Es wird beschrieben in dem Reiseführer 1,5 Kilometer. Ich habe jetzt aber 3,5 Kilometer und bin unten von diesem Startpunkt los, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich weiß nicht, wie die das hier berechnen. Also wie Buen Camino. Oder wie die das grundsätzlich berechnen, die das hier wandern. Aber das war auf jeden Fall keine 1,5 Kilometer. Das war weitaus mehr. Und es war alles steil bergauf. So, dann haben wir jetzt das gute Stück. We'll be right back.
Guten Morgen, ich bin unterwegs und habe gerade in diesem Augenblick jenen Ausblick. Ist das nicht herrlich? Oh, das Meeresrauschen hier unten ist wunderschön. Der Duft nach Meer, also nach Fisch und vermoderten Muscheln, liegt überall in der Luft. Es ist faszinierend, ich liebe den Duft. Hier muss ich dann jetzt hoch. Ja, und das ist hier mal so ein kleiner Rundumblick. Wie herrlich und wunderschön das hier ist. Das hier ist mein Weg, der jetzt hier oben an der Küste entlang führt. Und habe diesen Ausblick. Ist einfach toll. Also, ja, eigentlich bin ich sprachlos, mehr oder weniger. Und es ist, um es auf den Punkt zu bringen, irgendwie auch für mich so ein bisschen surreal, hier zu sein. Weil das irgendwie hat es ja schon ein paar Jahre gedauert, bevor ich, ja, ich sag's jetzt mal ganz platt, den Arsch in der Hose hatte, um den Alleingang hier zu machen. Ja, ich hatte euch ja gestern noch gesagt, dass ich mal so erzählen wollte, wie sich das so gestaltet hat vom Hotel aus. Das war etwas schwierig und etwas abenteuerlich auch, denn ich habe im Hotel so eine kleine Falschinformation erhalten, die besagt, dass in Bilbao am Flughafen, Intermedal nennt sich das, das ist so ein Bus, upsala, hola, das ist so ein Busunternehmen, wo ganz viel, also wie so ein Hauptbahnhof, sage ich jetzt mal, für Busse, so rum. Ja, Problematik war, die sagten, die fahren alle Stunde, dem war aber nicht so. Der eine fuhr um 13 Uhr, der war aber schon voll ausgebucht, weil ich da natürlich zu spät hinkam. Der war um 10 oder wann, als ich da war, war der schon ausgebucht. Und der wäre straight gegangen. Und dann habe ich fast 2 Stunden benötigt, um mit Händen und Füßen herauszubekommen, wie ich denn jetzt nach San Sebastian komme. Denn das Tolle an den Spaniern ist, also ich spreche und verstehe kein Spanisch, Englisch, ja, Deutsch sowieso. Und die nicken aber bei allem, auch bei Englisch. Also die nicken bei allem und sind freundlich und erzählen dir was Nettes. Und der Mensch da an dem Fahrkartenschalter, da wo ich nachgefragt habe, wegen dem Zug dann halt letztendlich, der hat halt in seiner Landessprache und Englisch gemischt mit spanischem Akzent mir versucht zu erklären, wie ich da hinkomme. Das wäre irgendwas mit der Metro gewesen, mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn irgendwie oberhalb. Ach, fragt mich nicht, Leute. Es war abenteuerlich. Dann bin ich nochmal zurück zu diesem Informationsschalter von der Bahn, vom Bus. Und da war ein junges Mädel und die hat sehr gut Englisch gesprochen. Und die hat mir dann geholfen. Ich habe dann einen Straightbus nach San Sebastian gekriegt und von dort aus nach Irun. Und ich muss mich jetzt nochmal korrigieren, weil ich wollte von Bilbao ja direkt nach Irun fahren. So war das. Ja, und dann kam ich halt gestern Nachmittag, wie viel Uhr war es? Lasst mal überlegen. Ich glaube so 15 Uhr, knapp 15 Uhr war es. Oh, da unten ist eine Quelle, schaut mal. Muss ich euch erstmal hier. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier aus diesen Quellen trinken kann. Wenn ich jetzt nicht so weit weg wäre, wenn von zu Hause, würde ich es wagen. Aber wenn ich mir hier was einfange, fände ich ungünstig. Deswegen lasse ich das. Ich habe zwar einen Wasserfilter dabei, aber das ist mir jetzt im Moment ein bisschen, ja, tricky. So, jetzt geht's hier
ziemlich unwegsam. Das heißt, ich erzähle jetzt gerade noch zu Ende und dann packe ich die Kamera weg, weil ja, ich als Flachland-Indianer muss da ein bisschen aufpassen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann erst um 2:30 in Irun angekommen. Hola! Buen camino! Buen camino! Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Bildschirm sehen könnt. Als ich gestern in Irun ankam, ging so ein Berg hoch und das sollte irgendwo eine Kirche sein, Santiago Eremita. Eremita heißt Kirche. Aufgrund dessen, dass die Pfeile falsch gesetzt waren, weil die auch noch alte Pfeile haben, habe ich die nicht erwischt und kam dann hier oben in Guadalupe Eremita an und war dann irgendwann, ja, das war halt ein ziemlicher Weg und war ganz oben auf dem Berg. Und ja, jetzt war halt die Überlegung, gehe ich wieder den ganzen Berg runter, um den am nächsten Tag hochzumarschieren, oder laufe ich dann halt einfach hier diese Route, entweder diese oder diese, nach, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Ort hieß, und suche mir dann eine Herberge. Da fand ich dann auch eine, die Alberge San Ana. Die war hier unten, wo der rote Punkt ist. Und das waren ungefähr 12 oder 13 Kilometer. Ich bin da gestern Abend dann erst um, es war schon 22 Uhr fast, angekommen und war fix und fertig und habe dann erfahren, die Herberge ist voll. Dann habe ich gedacht, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ich war den Tränen nahe, jetzt ernsthaft. Ich habe dann auch erstmal eine Runde geheult später. Aber vor Erleichterung dann, denn der Herbergsvater, der war so nett. Die haben dann den Tisch, den Esstisch weggeräumt und haben dann da noch, der hatte noch eine Matratze und hat mir dann eine Matratze da hingelegt, damit ich da schlafen konnte, weil im Prinzip waren alle Betten belegt und ich weiß nicht, wo er dann geschlafen hat, also weil er die Matratze aus seinem Bett genommen hat. Und ich war dem Mann so dankbar dafür, dass er das gemacht hat, weil ich echt platt war. Ja, heute Morgen geht es mir besser. Die Füße tun immer noch weh, der Rücken auch, weil der Rucksack einfach zu schwer ist für diese Tour. Aber ich weiß einfach nicht, was ich da noch rausschmeißen soll, weil die Sachen, die da drin sind, die brauche ich halt einfach. Genau. Ja, ich sitze jetzt hier und mache hier noch eine kleine Pause, weil wie gesagt, dann geht es hier so steinig weiter. Und ich melde mich dann wieder mal im Laufe des Tages. Es kann auch sein, dass ich weniger filme, weil ich bin hier manchmal so beeindruckt. Und dann Kamera rein, Kamera raus, das ist irgendwie, es macht Spaß zu filmen, aber es nimmt auch diesen Moment. Also, ja, ich weiß nicht, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Okay. Ich bin jetzt in San Sebastian angelangt und am Strand. Was bietet sich also jetzt mehr an? Genau, das Meer. Einfach mal in die Fluten jumpen. Das mache ich jetzt. Ich suche mir jetzt hier ein lauschiges Plätzlein. Und dann werde ich einfach mal eine Runde schwimmen. Yeah!
Das, was ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, das war mein gestriger Schlafplatz. Nachdem ich gestern in San Sebastian versucht habe und Umgebung einen Schlafplatz zu finden, was nicht möglich war, ich habe den halben Tag da rumtelefoniert, der Akku war fast leer. Und auch meine na, zum Nachladen, die Akkus waren fast leer. Und ich nichts gefunden habe, weil dort ein Fest war und diverse Veranstaltungen, war alles ausgebucht. Ich habe dann unterwegs ein Pärchen getroffen, die mir noch eine andere, das war eine Pension, die hatte ich vorher noch nicht angerufen, gesagt haben, dass da eventuell was frei sein könnte. Also bin ich von dem, bin ich mit denen wieder den Berg runter nach San Sebastian rein und mit zu dieser Pension, aber das war halt auch ausgebucht. Und naja, ich habe mir dann dort ein bisschen Wasser geben lassen. Die waren so freundlich, mir einen Stadtplan zu geben, damit ich zu einer Bushaltestelle kam mit einer Uhrzeit und einer Busnummer oder beziehungsweise Bushaltestellennummer und bin dann halt dahin. Und was soll ich sagen, ihr Lieben? Der Bus kam nicht. Nein, er kam nicht. Es kam kein Bus. Ja, also ich wieder zurück zu diesen, zu dieser Pension. Allerdings war der Besitzer dann schon ungehalten. Also er hat keinen Platz, er hat mich dann auch ein bisschen angegangen. Also er war jetzt nicht, ja, er hat mich halt angegangen. Er war halt lauter und etwas forsch, aber gut, kann ich mit umgehen. Ja, und dann bin ich halt wieder zu dieser Bushaltestelle und habe dann da überlegt, okay, jetzt guckst du halt nochmal, ob du vielleicht eine andere Möglichkeit findest, noch nach Orio zu kommen. Ich meine, da hätte ich auch keinen Schlafplatz gehabt, aber vielleicht, ich wollte jetzt nicht mehr den Berg hoch, weil es war ja mittlerweile auch schon wieder 8 Uhr oder sowas, ne? Also, ja, und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann da gesessen, dann kam irgendwie eine Frau dazu und setzte sich neben mich, die wollte wohl auch mit dem Bus weg und ja, ich weiß nicht, irgendwie kamen wir ins Gespräch und ich habe ihr halt so erzählt, was ich mache. Und dass ich keinen Schlafplatz finde und irgendwie fragt sie mich dann, ob ich den Orion-Schlafplatz hätte. Und dann habe ich das verneint. Und dann guckt sie mich einen Moment an und dann fragte sie mich, ob ich was dagegen hätte, wenn ich bei ihr schlafen wollte, würde. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe gedacht, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich war fix und fertig, ich konnte nicht mehr. Ich war ja den ganzen Tag schon unterwegs und wenn dir alles wehtut, du müde bist und du wirst überall abgewiesen, ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein mieses Gefühl ist, nicht zu wissen, wo man schlafen kann. Ich meine, klar kann ich irgendwo draußen schlafen, aber es war Regen gemeldet und mein Schlafsack, den brauche ich. Also ich wollte nicht riskieren, dass der nass wird. Ich habe ja eigentlich sonst nichts dabei, nur den Schlafsack. Ne? Klar ist das mal eine Option, eine Nacht draußen zu schlafen, wenn es warm ist, aber na gut, wie dem auch sei. Ich bin dann mit der Frau mitgefahren und ja, durfte dann hier in dieser Werkstatt schlafen. Es riecht hier ein bisschen muffig, aber es hat es getan für die Nacht und ich war ehrlich gesagt dankbar. Also ich habe auch relativ gut geschlafen, wobei ich sagen muss, da wo ihr den Stuhl gesehen habt, den habe ich erstmal vor die Tür gestellt. Weil hier hinten, also durch diesen Raum durch, da war noch eine Tür. Ich nehme an, dass man von außen reinkam. Und bei solchen Räumen, und ich kann es gar nicht sagen, warum, aber mir sind gestern Abend dann sämtliche Gruselfilme, die ich jemals gesehen habe, sind mir durch den Kopf geschossen. Ne? Und habe ich erstmal da einen Stuhl vorgestellt. Hier ist auch noch eine Tür, die habe ich dann auch zugemacht, damit ich das höre, wenn die eine aufmacht. Und ja, hatte Pfefferspray und das Messer mit im Bett. Also, ja, aber es war eine relativ ruhige Nacht. Ich war nur zweimal wach, und bin aber auch gleich wieder eingeschlafen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon zusammengepackt, habe jetzt gerade gehört, dass oben jemand läuft und werde jetzt mal hochgehen, Wasser einpacken. Genau. Beziehungsweise nachfragen, ob ich ein bisschen Wasser bekomme und werde dann zum Bus gehen und dann von hier aus zu meinem Bus nach Orio fahren, denn ich bin jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde vom Jakobsweg weg und werde dann mit dem Bus wieder dort anknüpfen in Orio, wo ich ungefähr aufgehört habe. Genau, ja, deswegen werde ich jetzt mal losziehen. Dieses Mal war ich schlauer und habe einfach vorgebucht.
obwohl mir das widerstrebt. Ich wollte das eigentlich in ursprünglicher Form so machen, da wo ich Platz finde, schlafe ich. Aber das ist im Moment hier nicht möglich, weil hier Hochsaison ist. Und heute bin ich bei der Alberge San Martin und die schaut so aus. Richtig gemütlich, total schön gemacht. Hier unten dachte ich, was ist das für ein Häuschen? Und das ist doch tatsächlich ein Frühstücksraum mit kompletter Küche. Richtig toll gemacht. Also ja, öffnen tut sie um 2. Ich habe also noch ein bisschen Zeit, aber ich muss einiges sortieren, denn ich werde Ballast abwerfen. Ja, das Mal war ich schlauer, ne? Habe ich ja schon erwähnt, ich habe gebucht. Jetzt habe ich hier unten mein Bett und ich habe bereits begonnen auszusortieren. Und das ist alles, was ich hier rausnehme. Das Kamerastativ, das Kochset, Kohletabletten habe ich mir jetzt nur 10 Stück in die Tasche. Von den Shampoos, die leer sind, Altheim. Die Tabletten hier, diese Waschtabletten, die habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Die habe ich noch mal Akkus drin, die habe ich noch nie gebraucht. Ein Haarteil und ach hier das Waschpulver, weil, also rein der Tube halt, weil in den Herbergen kannst du überall waschen und da ist überall Waschmittel dabei. Den Rucksack schicke ich dann auch mit nach Hause, den Plan hier auch, den brauche ich auch nicht mehr. Und das hat, wenn man es richtig überlegt, hat das ein ganz schönes Gewicht, also hätte ich jetzt nicht vermutet. Ja, und hier sind dann die Waschräume, Dusche, es gibt 2 Duschen und 2 Toiletten. Es ist sehr sauber, es ist wunderschön hier. Und insgesamt hat es hier 2 Räume, Räumlichkeiten und immer doppelt Etagenbetten, also 2 Etagenbetten. So, und hier ist nochmal so eine Trockenschleuder, wenn man die Wäsche mit der Hand wascht, kann man die dann da reinpacken. Ich habe jetzt erstmal eine vorige Wäsche gewaschen. Die hänge ich jetzt dann gleich mal auf, weil es ist sehr windig draußen, es trocknet hoffentlich relativ schnell. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Die Küche hatte ich euch unten schon gezeigt. Genau, da gibt es morgens ein Frühstück, kann man sich dazu buchen. Ich hätte jetzt lieber ein Pilgeressen gehabt, aber das machen sie wohl seit 2015 oder 17. Also sie machen diese Abendessen wohl nicht mehr, was sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier noch eine Tütensuppe mit. Die hatte ich mir mitgenommen, falls ich für den Fall, dass ich mal koche. Aber das funktioniert nicht, weil ich keinen Spiritus hier kriege. Also das ist ganz schwierig, hier Spiritus zu bekommen. Keiner weiß, was Spiritus ist. Selbst wenn ich es über einen Google-Übersetzer zeige, dann wollen sie mir Alkohol zum Desinfizieren geben. Und ja, ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Es kommt einfach weg. Also ich kann mir hier über den Tag immer irgendwo irgendwas kaufen. Ich habe jetzt heute auch eingekauft. Das mache ich morgen früh dann auch wieder. Und nehme mir was mit für den Tag und eine Kleinigkeit für den nächsten Tag, dass ich halt zumindest ein Frühstück morgens habe. Und abends kann man ja irgendwo dann vielleicht essen gehen oder so, je nachdem. Oder gibt immer irgendeine Möglichkeit, was zum Futtern. Und ich werde hier nicht verhungern, hoffe ich doch. Eher laufe ich mir Blasen. Ja, das habe ich übrigens auch mit schon wieder Blasen gelaufen. Und zwar so einige, aber die tun irgendwie nicht weh. Von daher lasse ich die jetzt einfach so. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit barfuß, dass der Fuß sich mal ein bisschen entspannen kann. Genau, ich habe jetzt hier meine Wäsche liegen. Die werde ich jetzt schnappen und unten auf die Wäscheleine hängen. Und im Anschluss werde ich hier noch fertig sortieren und dann bin ich fertig für den Tag. Dann geht es ins Bett und morgen früh, relativ früh und zeitig, habe ich vor, loszulaufen. Und dann melde ich mich wieder.